Habe die Ehre und schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video geht's oder dreht sich alles um die Frage, wie du denn dieses Jahr doch mal deine Vorsätze erreichst. Und zwar wirst du es wahrscheinlich kennen, die Situation, du triffst dich zu Silvester oder im neuen Jahr mit Freunden, mit Bekannten, mit der Familie und es kommt die Frage auf: Ja, sag mal, was sind denn deine Vorsätze für dieses Jahr? Und du hast schon wieder so einen Hals, weil du sagst, ah, jedes Mal, wenn ich mir was vornehme oder meine Vorsätze, die werden sowieso nicht wahr und keine Ahnung warum, aber ja, oder du sagst ja auch alleine, ohne jetzt die Frage gestellt zu bekommen, so, dieses Jahr ist endlich mal mein Jahr, dieses Jahr packe ich es an, was ich mir vorgenommen habe und ich mache mal alles anders und tue das, was mir Spaß macht und konzentriere mich mehr auf die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. So, ja, kurz gesagt, das Ganze hält dann wahrscheinlich nicht lang an, weil du dir das im Urlaub oder über die Feiertage gesagt hast, dann gehst du zurück in den Alltag und alles ist wieder beim Alten. Aber sei getrost, dass das ganz normal ist. So ging es mir lange Zeit auch. Und ja, meine guten Vorsätze haben sich so gut wie nie verwirklicht, weil ich einfach ein wichtiges Wort eigentlich nicht berücksichtigt habe. Und das ist dies hier, nämlich Fokus. Jetzt sagst du dir, wie das ist das für eine Schreibweise? Fokus. Mein Spiegel runtergefallen. Fokus steht für mich für eine Abkürzung und zwar das F zuallererst steht für das Feuer. Warum brauchst du, um dein Ziel zu erreichen, Feuer? Feuer ganz einfach in dem Sinn, dass dein Herz mit dabei sein muss und dass du wirklich dieses Verlangen, dieses innerliche Brennen hast, was erreichen zu wollen. Es reicht nicht, wenn du dir sagst, ja, heute oder dieses Jahr werde ich mal eine neue Sprache lernen oder neue Sprache lernen. Aber ehrlich gesagt machst du es nur, weil vielleicht das von dir verlangt wurde oder weil du gehört hast irgendwo, dass es ja, gut ist oder in Zukunft lukrativ sein kann, wenn du zum Beispiel Chinesisch lernst. Aber ehrlich gesagt interessiert sich gar nicht. Und es ist kein inneres Ziel, also dieses innere Brennen ist nicht da, sondern es ist eher von außen. Und bei dem kleinsten Windstoß ist das ganze Feuer wieder erlöscht. So, das war das F. Als nächstes kommt das O, beziehungsweise das Doppel-O. Für was steht das Doppel-O? Das Doppel-O steht für optimistische Ordnung. Das Ganze bedeutet, dass du eigentlich nur, was heißt nur? Es ist nicht so ganz so leicht, weil das bedarf auch eine gewisse Disziplin, dass du dir deine Ziele, die du dir vielleicht in dem vorigen Punkt schon, den ich hier genannt habe, mit dem Feuer, dass du die einfach mal aufschreibst und das Ganze dir dann auch mal überlegst, wie sich die denn dann so anfühlen und dann dir auch eine Checkliste machst. So, welche Ziele oder welche Unterziele sind notwendig, damit ich mein großes Ziel erreiche und die dann auch wieder immer ausstreichst, und dieses Ausstreichen verhilft dir dann einfach, einen gewissen Optimismus zu erzeugen und in dem positiven Energie zu bleiben, weiterzumachen und das nächste Ziel dann in Angriff zu nehmen. Und zum Thema Ordnung ist es noch wichtig, dass du, wenn du dir einen neuen Vorsatz, ein Ziel anpackst, dass du nicht so weitermachst, vielleicht in der gleichen Umgebung, mit den gleichen Menschen, an dem gleichen Ort, wo du die Jahre vorher auch schon versagt hast, was auch ganz normal ist, weil wenn du was Neues erzielen willst, dann brauchst du auch eine neue Umgebung und dann ist es wichtig, dass du einfach einen Ort wählst oder dir Menschen auswählst, mit denen
du einfach ja, dich wohlfühlst und die dich auch respektieren, insofern, dass sie sagen, gut, du hast dir was Neues vorgenommen, wir unterstützen dich, dass du deinem Ziel näher kommst oder wir tun das, was notwendig ist, damit wir dir helfen, weiterzukommen. Als nächstes kommt das K. Das K steht für Konzentration. Konzentration auf deine Tätigkeiten. Das heißt, immer wieder dir mal vornehmen, wenn du irgendwelche Tätigkeiten verfolgst, die vielleicht nicht zielführend sind, zu fragen, ist das wirklich meins? Ist das wirklich zielführend, was ich da gerade mache? Bringt mich das weiter? Was kann ich vielleicht besser machen? Also es ist wichtig, dass du immer wieder dich auf den Moment konzentrierst und dir die Frage stellst, was braucht es, damit ich meinem Ziel näher komme? Ganz einfach, wenn du als Beispiel, wenn du dir vornimmst, laufen zu gehen, dann und es lädt dich jemand oder du willst Marathon laufen oder ja, läuferisch dich verbessern und es lädt dich jemand ein, Tennis zu spielen, dann ist vielleicht die Frage, bringt mich Tennis weiter bei meinem Vorhaben, besser laufen zu können? Wahrscheinlich eher nicht. Also sagst du, darfst du vielleicht eher Nein sagen und dich auf deins konzentrieren und ja, demjenigen eine Absage erklären. Also ist auch wichtig, Nein zu sagen und dich auf dich selber zu konzentrieren. Als nächstes kommt dann das U. Das U ist jetzt, klemmt jetzt hier gerade, aber das U steht für nichts anderes als für Umkippen. Und zwar umkippen insofern darfst du dir so vorstellen, dass es, wenn du, dein Leben ist im Endeffekt wie ein Glas Wasser. Wenn du voll bist mit Informationen, vollgepackt mit Tätigkeiten, vollgepackt, dein Alltag ist von früh bis spät durchgeplant mit Dingen, die du zwar erledigen musst, weil du eine Familie hast, weil du Frau, Kinder hast oder dein Arbeitspensum enorm ist, dann hast du entsprechend viel um die Ohren. Wenn du jedoch was Neues angreifen willst, dann ist es wichtig, dass du vielleicht dein Glas mal nimmst und schaust, was du oder wie viel du auskippen kannst. Das heißt, wie viel von deinen Tätigkeiten, die vielleicht nicht zu deinem Ziel führen und die nicht unbedingt notwendig sind, um zu überleben oder dass die dich nicht in eine brenzlige Situation bringen oder dir das Risiko bescheren, dass du deinen Job verlierst. Vielleicht lässt du die einfach mal los. Also zum Thema Umkippen würde ich einfach mal sagen, ist so gemeint, dass du das Alte einfach mal loslässt und schaust, was du einfach durch neue, bessere, dich weiterbringende Tätigkeiten, wie du die ersetzen kannst. Und dann zum Schluss, da möchte ich jetzt doch noch mal kurz meinen Zettel holen. So, Verzeihung, dass ich hier immer mal wieder abtauche. Das ist das Triple S, das dreifache S. Das steht für die stabile und spaßige Stärke. Da meine ich damit einfach, dass du dich immer wieder mal belohnen darfst mit um dein Ziel, um dich selbst zu motivieren, dass du einfach mal immer wieder darauf aufpasst, Dinge zu tun, die dich stärken, die dir Spaß bringen und somit diese Stabilität, diese Verwurzelung in deinem Ziel zu erreichen und auch deine Beziehung herzustellen, dass du sagst, hey, heute habe ich mal wieder ein Ziel in meiner Checkliste zum Punkt O wie Ordnung abgehakt. Jetzt gehe ich mal wieder eine Runde. Was ich laufen, Fußball spielen, Basketball spielen, was auch immer, dir am Herzen liegt. Und dieses positive Gefühl, diese Eigen- oder Selbstbelohnung bestärkt dich dann einfach weiterzumachen und auch nicht bei einem Windstoß, wenn mal Hindernisse kommen, wenn es dir mal nicht so gut geht, dann einfach mal aufzuhören, sondern zu sagen, hey, heute ist vielleicht nicht der richtige Tag, ich bin nicht so ganz bei mir. Lass mal wieder was machen, was mir wirklich Spaß macht und was mich nicht nur körperlich stärkt, sondern vielleicht auch mental. Und dadurch kommst du wirklich weiter und gehst deinem Ziel nach. Also im Großen und Ganzen soll es heißen, dass es über den Spaß, oder zuallererst über ein klar gestecktes oder ein klar definiertes und ja,
innerliches, herzliches Ziel, das dir wirklich am Herzen liegt, kannst du mit Spaß und einer gewissen Disziplin zu dem gewünschten Erfolg kommen. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin persönlicher Coach für Menschen, die wenig Erfolg haben bisher in ihrem Leben und nicht so ganz zufrieden sind mit ihrer Situation und sich zurückhalten. Und ich schenke ihnen oder ich biete ihnen mit meiner Hilfe an, Mut zu gewinnen, ein nachhaltiges und ja, freies, unabhängiges Leben zu führen. So, dann danke, dass du zugeschaut hast. Wenn du noch mehr erfahren willst, wie du besser, schneller, zielstrebiger an deine Vorhaben, an deine Vorsätze dieses Jahr kommen willst, dann schreib mir doch einfach, oder besser gesagt, schick mir, oder ja, buch einfach einen Termin bei mir in dem Calendly-Link, der unten in der Beschreibung steht. Und teile doch einfach auch mal so deine Erfahrungen mit den 5 Punkten, die ich heute genannt habe, wie die dich weiterbringen in den Kommentaren hier unter dem Video. Oder du kannst mich auch sonst auf Facebook finden oder auch auf Telegram unter Andersdenken oder ja, Andersdenken, Freileben. Gibt es auch einen Kanal von mir. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich freue mich auf dich. Ich nehm mir gerne Zeit für dich, wenn du Lust hast, über deine Situation zu sprechen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.